Hallo, mein Name ist Mike. Wie versprochen möchte ich euch ganz gerne zwischendurch mal was machen und heute geht es um Sägeblätter. Und zwar, wie ich sie zusammenlege. Ich bekomme ja wahnsinnig viele Fragen zu meiner Bandsäge und vor allen Dingen, wie ich die großen Sägeblätter zusammenlege. Und das möchte ich euch heute ganz schnell mal demonstrieren. Ich empfehle auf jeden Fall Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. In meinem Fall habe ich schon eine an, aber benutzt bitte eine Schutzbrille. Das ist wichtiger, wie man denkt. Hier habe ich mein Sägeblatt und ich mache das gerne so, dass die Zähne von mir wegschauen, denn ich möchte nicht, dass, wenn sie doch mal zurückspringen sollte, ich Abdrücke nachher von dem Sägeblatt irgendwo habe. Also ich lasse die von mir wegschauen, dann nehme ich das Sägeblatt im ersten Drittel, lege die Daumen außen drauf und drehe die Daumen jetzt einfach nach innen. Zack, dadurch biegt sich das Sägeblatt und jetzt tue ich meine Hände einfach nur mehr oder weniger zusammen. Dadurch legt sich das Sägeblatt zu drei Ringen zusammen. In dem Fall ist jetzt eins größer. Das kann ich natürlich dann einfach auslegen, so dass sie nachher alle drei gleich groß sind. Auf diese Art und Weise kann man sie gut verstauen oder staubgeschützt aufhängen. Warum ich staubgeschützt sage, möchte ich auch ganz gut gerne erklären. Ich habe ja hier eine Kellerwerkstatt, wo sich die Luftfeuchtigkeit durchaus ziemlich ändert. Und der Staub, der sich hier ablagert, ist wie ein Feuchtigkeitsmagnet. Das heißt, es zieht die Feuchtigkeit an. Und dadurch würden die Sägeblätter sehr, sehr schnell zum Rosten anfangen. Um das zu verhindern, verstaue ich sie nochmal in irgendwelchen Kisten oder Kartons bzw. in Boxen hinein. Und dazu müssen sie allerdings noch ein bisschen kleiner werden. Außerdem haben diese drei Ringe natürlich den Vorteil, dass sie dadurch das Blatt immer gleichmäßig hängen lassen und sich nicht irgendwann mal eine Kerbe oder eine Dulle entsteht, wenn man sie so hinhängen würde. Also, wie ich sie in die Box hineinbringe oder zum Versand fertig mache, wenn sie zum Schleifen gegeben werden. Ich nehme sie wieder hier im oberen Drittel, Daumen nach außen, nach vorne biegen, die Hände zusammen. Und jetzt lege ich die drei bzw. die kleinen Schlaufen in meinen Fuß hinein, steige da leicht drauf. Und jetzt zeige ich euch die zweite Methode, die ich eigentlich noch häufiger benutze. Das ist die Drehmethode. Dazu wird eine Hand von unten dagegen und eine nach oben und das Ganze wird einfach nur zusammengedreht. So, und jetzt habe ich fünf kleine Schlaufen und es lässt sich wunderbar versenden oder wie in meinem Fall in der Box verstauen. Gut, lege ich es nochmal auseinander. Also, ich möchte euch nochmal mit der Drehmethode zeigen. Also, eine Hand kommt von unten rein, eine von oben. Ich steige unten in die Schlaufe hinein und jetzt drehe ich einfach nur meine Hand. Zack. Und schon ist es zusammengelegt. So, ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen und war für euch informativ. Wenn ja, bitte unbedingt Daumen hoch. Ich habe gemerkt, wenn ihr meine Filme teilt, bekomme ich eigentlich am meisten Abonnenten. Also würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meine Filme teilen würdet. Und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, der kann es ja jetzt nachholen. Und ja, ich empfehle natürlich wieder 1, 2 Filme. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mike.